So, herzlich willkommen. Matthias stellt euch jetzt vor mit der Liane durch den Hosting-Dschungel. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch in meinem Vortrag mit der Liane durch den Hosting-Dschungel ein bisschen was zu den Grundlagen des Hostings erzählen, welche Möglichkeiten es da gibt, welche sinnvolle Funktionen es gibt, welche Begriffe es gibt, die vielleicht toll klingen, aber tatsächlich gar nicht so toll sind. Das Ganze ist selbstverständlich vollkommen anbieterunabhängig. Also ich erlebe auf Meetups, wo ich sehr viel unterwegs bin, immer wieder, der Anbieter ist doof und der Anbieter ist doof. Es wird jetzt hier kein spezieller Anbieter genannt werden. Es geht auch gar nicht darum, irgendeinen Anbieter besonders hervorzuheben oder irgendjemanden besonders abzustrafen. Ich möchte einfach mal ein bisschen was zu den Grundlagen da erzählen. Eben zu mir, mein Name ist Matthias Kurz, ich bin 1984 im Saarland geboren, bin in Köln wohnhaft, mich zieht's nach Münster und im Herzen bin ich irgendwie Berliner. Und es ist bei mir eigentlich eine große Reise quer durch die Republik, wo ich auch auf WordCamps und Meetups und Veranstaltungen wie der FrostCon unterwegs bin. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht, eine Weiterbildung zum Projektleiter und bin Gründer und Geschäftsführer von WP Projects, einem spezialisierten WordPress-Anbieter mit Fokus auf individuelle Lösungen. Auf Twitter bin ich unter dem Handle Matzomatz zu finden. Welche Möglichkeiten des Hostings gibt es ganz generell? Es gibt das Shared Web Hosting, das kennt man von verschiedenen Anbietern, 3,99 €, 4,99 €, 5,99 €. Da teile ich als Kunde meine Ressourcen mit vielen anderen Kunden auf einem Server. Dadurch ist es also dem Anbieter möglich, möglichst viele Kunden auf einer Maschine unterzubringen. Er kann dadurch natürlich auch ein ganz anderes Preisniveau erreichen. Dann gibt es virtuelle Server, das heißt ein klassischer Linux-Server in aller Regel wird in einer virtuellen Instanz abgebildet. In aller Regel gibt es dann eine große, stark ausgestattete Maschine, auf der verschiedene unabhängige virtuelle Instanzen laufen und jede virtuelle Instanz ist dann auch unabhängig von den anderen Instanzen. Es gibt dedizierte Server. Das sind dann in aller Regel, wobei man da immer so ein bisschen auf das Marketing aufpassen muss, aber in aller Regel sind dedizierte Server wirklich für den Kunden allein bereitgestellte Hardware, sogenanntes klassisches Metall, das für den Kunden alleine bereitgestellt wird. Die virtuellen und dedizierten Server gibt es auch in einer Managed-Funktion. Bedeutet, ich als Kunde kümmere mich eigentlich nur darum, ich lade meine Seite da hoch, ich habe mit sonst nichts zu tun, ich muss mich nicht um die Pflege des Systems kümmern, ich muss mich nicht darum kümmern, wenn die Last des Systems zu hoch ist, also meine Seite vielleicht dadurch durch zu viele Zugriffe langsam wird. Da kann ich mich dann auf meinen Anbieter berufen. Und was immer moderner wird, ist die sogenannte Public Cloud oder die Hyperscaler, um da mal zu nennen, Amazon mit Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure. Das bedeutet letzten Endes, ich bilde in aller Regel dann auch meine virtualisierte Instanz irgendwo auf einem komplett vernetzten, riesengroßen Netzwerk von Diensten ab. Auf die Wertung dieser Geschichte will ich gar nicht so großartig eingehen, wie das Ganze technisch ist und funktioniert. In aller Regel kann man aber sagen, zumindest Stand jetzt, ist, je größer mein Projekt ist, je mehr ich Ressourcen dafür brauche, desto mehr Möglichkeiten bieten zwar Hyperscaler, weil ich eine sehr flexible Skalierung habe. Wenn ich mehr Ressourcen brauche, kann ich die zuschalten. Wenn ich aber einen 24/7-Betrieb meiner Seite bewerkstelligen will und jetzt gar keine großen Lastspitzen habe, die ich abfangen will, ist der Betrieb auf einem Hyperscaler in aller Regel deutlich teurer als in klassischen Hosting-Angeboten. Das ist zumindest aktuell der Stand. Wie sich das entwickelt, wird man da einfach mal sehen.
Welche Serverdienste gibt es denn, unabhängig davon, auf welcher Art von Hosting ich jetzt meine Seite betreibe? Also ganz wichtig ist natürlich ein Webserver, mit dem ich, wir bleiben hier am Beispiel WordPress, meine WordPress-Seite ausliefern kann. Die gängigsten und bekanntesten sind da der Apache-Server und in den letzten Jahren gewinnt der Nginx-Server immer mehr an Bedeutung. Es ist auch möglich, eine Kombination aus beidem zu fahren. Das macht man ganz gerne, wenn man zum Beispiel über den Apache-Webserver aus Kompatibilitätsgründen eine HTXS-Datei verarbeiten möchte. Das kann der Nginx so einfach nicht. Und ich den Nginx als sogenannten Proxy-Server dazu schalte, einfach um Performance-Vorteile damit zu erzielen. Wir brauchen einen Datenbankdienst. Das sind, da gibt es auch zahlreiche Dienste, die am häufigst verwendetsten für unsere Belange sind da MySQL oder MariaDB. Von der Funktionalität im größten Teil dasselbe. Es gibt da lizenzrechtliche Unterschiede. Das eine ist eine Abspaltung vom anderen. Ich will jetzt da im Detail nicht drauf eingehen, aber sofern euer Anbieter euch MySQL oder MariaDB bereitstellt, macht ihr da nichts verkehrt. Und auch ein wichtiger Dienst für eine WordPress-Seite ist PHP. PHP ist eine Skriptsprache, die notwendig ist, um WordPress entsprechend bereitzustellen, um WordPress sichtbar zu machen. Wichtig dabei ist, dass man mindestens PHP in der Version 5.6 einsetzen sollte. Bitte auf keinen Fall älter und bitte, wann immer es geht, auch nicht mehr in Version 5.6. Das ist momentan noch supported mit Sicherheitsupdates bis Ende des Jahres, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber mit dem Sprung auf PHP 7, die Zwischenversion PHP 6 wurde da ausgelassen, stellt man deutliche Performance-Verbesserungen fest. Also man sollte wirklich darauf achten, wenn der Anbieter PHP 7 bereitstellt oder mir die Möglichkeit bietet, darauf abzugraden, dann sollte ich das Angebot auch annehmen. Ja, Unterschiede zwischen Hosting-Anbietern. Ganz im Allgemeinen kann man das so ein bisschen auftrennen in klassische oder auch generische Hoster und spezialisierte Hoster. Die klassischen Hoster sind im Prinzip sehr breit aufgestellt, weil sie mit ihrem Angebot jedmögliche Dienste abbilden wollen. Also es soll da möglich sein, eine Standard-Website, eine statische Website darzustellen. Es soll möglich sein, dass da ein Joomla läuft, ein WordPress läuft, ein Drupal oder Shopware läuft. Da ist es also so, dass man sich jetzt nicht in den Funktionen des Managements auf einen einzelnen Dienst konzentriert, sondern sagt, lieber Kunde, wir stellen dir unser Paket zur Verfügung mit dieser und dieser technischen Ausstattung und was du darauf machst, ist in großen Teilen dir überlassen. Dann haben wir aber mittlerweile auch die spezialisierten Hoster. Ich bleibe hier mal am Beispiel der WordPress-Hoster, die in aller Regel Zusatzfunktionen anbieten. Also es geht beim WordPress-Hosting jetzt weniger darum, dem Kunden zu sagen, du hast dieses technische Detail und du hast diese Anzahl von Datenbanken oder du hast diese Version, sondern diese spezialisierten Anbieter kümmern sich eigentlich darum, dem Kunden zu sagen, lieber Kunde, vergiss alles, was du vom klassischen Hosting kennst. Wir stellen dir ein spezialisiertes WordPress-Paket hin und sorgen dafür, dass das Ganze läuft. Das beinhaltet auch die Durchführung von Sicherheitsupdates, in aller Regel was den WordPress Core als auch die Plugins und die Themes betrifft. Wobei man da natürlich immer so ein bisschen aufpassen muss, wenn das eine komplett automatisierte Lösung ist, die der Anbieter da bereitstellt, habe ich natürlich ein Problem, denn der Anbieter wird im Zweifel nicht dafür haften. Wenn diese Updates einfach automatisiert nachts irgendwie durchgeführt werden von irgendeinem Skript und die Seite läuft am nächsten Tag nicht mehr, bringt mir das herzlich wenig. Von daher sollte man bei seinem Anbieter immer auch nachfragen, macht ihr diese automatischen Updates in irgendeiner Form, dass da eine Software dahinter ist, die prüft, wie die Seite vorher ausgesehen hat, wie sie nach dem Update aussieht und wenn sie nach dem Update anders aussieht, kaputt ist,
im Prinzip wieder auf den Stand vorher zurückspielt? Oder wie geht ihr damit um? Da gibt es unter den spezialisierten Anbietern auch ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Häufig ist es also auch so, das ist jetzt auch so ein Buzzword, dieses Managed WordPress Hosting, denn letzten Endes reden wir im Prinzip von angepassten Konfigurationen. Also das heißt, ein Server, ein Hosting-Paket, wie auch immer, auf dem WordPress vernünftig läuft, eine gute Performance erzielt. Darauf kann ich auch ein Drupal oder ein Joomla vernünftig betreiben, weil es letzten Endes die gleichen, die gleichen Konfigurationsanforderungen in wesentlichen Teilen hat. Von daher, da sind auch viele Buzzwords, viele Marketingwörter unterwegs im Moment. Letzten Endes ist es immer wichtig, guckt, was für euch passt, und wenn ihr auf der Suche nach einem Anbieter seid, egal aus welchem Grund, kann ich immer jedem nur raten, fordert ein Testpaket an. Ein guter Anbieter wird euch jederzeit das, was ihr auf Dauer nutzen wollt, auch als Testpaket zur Verfügung stellen, und dann kann man sich umgucken, ob man sich damit auch entsprechend zurechtfindet. Bei spezialisierten Hostern ist es oft so, dass auch ein besonderer technischer Support bei Problemen bereitsteht. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal aus der Praxis, ein Kunde setzt ein Plugin ein, nennen wir keinen Namen, aber er setzt ein Backup-Plugin ein und aus irgendeinem Grund läuft dieses Plugin nicht so. Das scannt die Installation und bricht immer wieder ab. Wenn ich dann bei einem generischen Hoster anrufe, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, ich will da auch nicht auf Einzelfälle eingehen, aber ganz im Allgemeinen wird der generische Hoster sagen, wir bieten inhaltlich für Systeme wie WordPress oder Shopware oder Magento oder was auch immer keinen Support. Unser Support konzentriert sich auf unsere Dienste, die wir bereitstellen. Wenn ich bei einem spezialisierten Anbieter bin, dann sollte ich davon ausgehen, dass mir dieser Anbieter dann auch bei inhaltlichen Fragen zu diesem Produkt weiterhelfen kann, auch wenn ich als Kunde nicht unbedingt Anspruch darauf habe. Aber man kann natürlich davon ausgehen, wenn der spezialisierte Anbieter eine Kundenanzahl X von oder eine Seitenanzahl X von WordPress-Seiten betreut, dass der natürlich viel häufiger mit dem gleichen Problem irgendwo in Berührung kommt. Ja, Features im Hosting, die sinnvollen und die, die es weniger sind. Fangen wir mal mit wichtigen Funktionen an. Und wohlgemerkt, wir sprechen jetzt davon, dass ich ein ernstes Vorhaben mit meiner Website habe. Ein ernstes Vorhaben heißt, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe einen Friseursalon und ich möchte da mein Team vorstellen und ich möchte meine Kunden informieren, wie sind meine Preise und wann ist geöffnet. Da kann man jetzt vielleicht sagen, wenn so eine Seite mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, egal aus welchem Grund, nicht erreichbar ist, dann steht mein Friseursalon nicht still. Ja? Der Betrieb läuft da immer noch weiter. Wenn ich jetzt aber natürlich einen Online-Shop betreibe, dann habe ich unter Umständen ein Problem, wenn so zur Hauptbetriebszeit mal eine halbe Stunde oder eine Stunde die Dienste ausgefallen sind. Und da kann ich jedem nur raten, grundsätzlich redet mit euren Anbietern, auch was Funktionen angeht. Denn wir haben in Deutschland auch immer, wenn man immer wieder hört, der Anbieter ist scheiße und da bin ich unzufrieden und hin und her. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben in Deutschland ein gutes Hosting-Niveau. Da stehe ich auch dazu. Und oft liegt es wirklich daran, dass da Missverständnisse im Raum stehen und nicht alle Anbieter, auch die großen Anbieter, sind nicht grundsätzlich schlecht oder da läuft nicht alles grundsätzlich übel. Es kommt immer auf den Einzelfall dabei an. Und wenn ich Probleme mit meiner Seite habe, egal aus welchem Grund, anrufen, mit den Leuten reden und dann finden sich da meistens auch Lösungen. Welche wichtigen Funktionen habe ich jetzt für meinen Shop, der möglichst ausfallsicher bereitgestellt werden soll? Wichtig an der Stelle ist zum Beispiel, dass mein Anbieter mir die Möglichkeit bietet, meinen angemieteten Server mit einer redundanten Stromversorgung auszustatten.
Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen sperrig an. Letzten Endes, ich erzähle einfach mal, wie das praktisch aussehen kann. Ich habe einen Server, den mir mein Anbieter im Rechenzentrum bereitstellt. Und wenn ich da jetzt ein Netzteil drin habe und dieses Netzteil hängt an einer Stromversorgung und mir geht mein Netzteil kaputt oder mir fällt die Stromversorgung aus, führt das dazu, dass der Server nicht mehr erreichbar ist. Habe ich eine redundante Stromversorgung, habe ich zwei Netzteile in diesem System und habe zwei unabhängige Stromzuführungen im Idealfall. Fällt dann eine Stromzuführung aus oder fällt ein Netzteil aus, läuft die Maschine über die andere Stromzuführung bzw. das andere Netzteil weiter. Genauso verhält es sich bei der Netzwerkanbindung. Auch da kann ich den Server entweder über eine Netzwerkzuleitung mit einer Netzwerkkarte letzten Endes betreiben oder das auch mit mehreren tun. Ebenso beim Thema RAID. RAID ist vereinfacht gesagt einfach nur eine Spiegelung. Es gibt da unterschiedliche Betriebsmodi, aber in dem Fall reden wir jetzt von einer Spiegelung des ersten eingesetzten Speichermediums, das dann automatisch immer auf einem zweiten Speichermedium oder einem dritten, vierten, wie auch immer, bereitgestellt wird. Das ist einfach ganz wichtig. Geht mir eine Festplatte kaputt? Geht mir eine SSD kaputt? Irgendwas? Kann die zweite Platte, das zweite Medium den Einsatz übernehmen? Kann das Ganze weiter betreiben? Und die erste Platte kann ich dann idealerweise einfach rausziehen lassen und eine neue einstecken lassen und somit gewährleisten, dass ich wieder eine Spiegelung habe, ohne dass dafür jetzt der Ausbau der Festplatte notwendig wäre oder es notwendig wäre, Daten zu sichern, Daten wiederherzustellen. Das ist in jedem Fall eine sinnvolle Funktionalität. Wichtig ist auch eine externe Sicherung. Sehr häufig sieht man bei Anbietern, die betreiben dann ganz gerne eine Sicherung vom eigentlichen Server aus auf irgendeinen Backup-Server. Wenn dieser Backup-Server jetzt aber genau im gleichen Rechenzentrum hängt und es kommt da zu einem Brand oder weniger schlimm als ein Brand, es kommt dazu, dass da einfach überhaupt gar keine Stromversorgung da ist oder dass es irgendeinen Grund gibt, warum dieses komplette Rechenzentrum abgeschnitten ist, dann ist es auf jeden Fall vorteilhaft, wenn mein Backup entweder grundsätzlich extern liegt, also mein Anbieter einen externen Backup-Server betreibt, oder ich mein Backup zusätzlich zu meinem lokalen Backup im Rechenzentrum in ein externes Rechenzentrum verschieben kann. Denn es ist durchaus mal vorgekommen, auch in deutschen Rechenzentren, dass da 3-4 Tage überhaupt nichts mehr passiert ist, was natürlich unter Umständen eine Katastrophe ist. Auch der Online-Shop, der von seinem Business abhängig ist, wenn der eine Stunde ausfällt, ist das natürlich schlimm. Das sind Umsatzeinbrüche. Wenn der aber 3-4 Tage ausfällt, dann bleibt den Leuten halt Nase bohren oder das Büro mal aufräumen. Aber Geld verdient wird in der Zeit nicht. Und dann habe ich natürlich bei einer externen Sicherung die Möglichkeit, zumindest zu sagen, vorübergehend stelle ich meinen Shop, vorübergehend stelle ich meine Daten irgendwo bei einem anderen Anbieter, einem anderen Rechenzentrum wieder zur Verfügung, damit ich einfach handlungsfähig bin. Dann gibt es die Themen Failover und High Availability. Da geht es einfach darum, dass ich, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich eine virtualisierte Infrastruktur habe, dann kann ich damit gewährleisten, dass mein Server, mein virtualisierter Server, wenn der erste physikalische Server ausfällt, auf dem mein virtualisierter Server läuft, ich im Prinzip auf Klick meinen virtualisierten Server auf einem zweiten physikalischen Server direkt bereitstellen kann, so dass es zu einer minimalen Downtime kommt. Und wenn ich das Ganze in einem Failover betreibe, kann ich es sogar so abbilden, dass letzten Endes bei Einsatz von 3 oder mehr physikalischen Servern das Ganze automatisiert geschieht. Wichtig ist auch eine Rechenzentrumsredundanz, bedeutet, viele Anbieter betreiben ihr eigenes Rechenzentrum oder sind irgendwo in einem Rechenzentrum eingemietet.
Schön ist es an der Stelle aber auch immer, wenn auch der Anbieter ein Backup-Rechenzentrum hat. Bei sehr vielen Anbietern ist das der Fall. Denn dann kann ich damit sicherstellen, dass der Anbieter sich selbst darum kümmern kann. Fällt das erste Rechenzentrum aus, kann er selbst dafür sorgen, dass über die Anbindung des zweiten Rechenzentrums meine Dienste wieder bereitgestellt werden. Möglichkeiten der Performance. Jetzt ist es also so, bei immer mehr Anbietern liest man SSD, SSD-only, SSD-Speicher, was auch immer es da an Marketingbegrifflichkeiten gibt. SSD sagt halt in Bezug auf die Performance so viel aus wie Auto. Ja? Ein Trabant ist ein Auto, ein VW Golf ist ein Auto und ein Ferrari ist auch ein Auto. Das sagt über die Performance erstmal nichts aus. Es gibt da wesentliche Unterschiede. Und viele Anbieter, aus welchen Gründen auch immer, im Low-Price-Segment setzen da auch sehr gerne Desktop-SSDs tatsächlich ein. Also SSDs, die dafür gedacht sind, zu Hause in meinem Notebook oder in meinem Computersystem am Tag ihre 4-5 Stunden zu arbeiten, die aber nicht dafür gedacht sind, dass die 24 Stunden lang im dauerhaften Betrieb sind, dass da immer Schreib- und Leseoperationen drauf stattfinden. Und natürlich ist beim Einsatz solcher günstigen Komponenten oder beim Einsatz von Komponenten, die gar nicht für den Serverbetrieb gedacht sind, die Ausfallrate wesentlich höher. Also da kann ich immer wieder sagen, sprecht auch da mit eurem Anbieter, was genau SSD bei ihm heißt, was er darunter versteht. Und ganz generell kann ich auch sagen, ich würde heute in 2018, und wir haben in den letzten 2-3 Monaten das Glück, dass SSD-Preise deutlich am Fallen sind, wirklich kein Hosting mehr auf Festplatten bereitstellen. Denn SSDs, vernünftige SSDs, sorgen für sehr viel bessere Zugriffszeiten und sorgen auch dafür, dass das ganze Verhalten des Servers deutlich besser ist. Caching ist ebenfalls eine wichtige Funktionalität. Da gibt es je nach Anbieter ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Mit Caching wird im Prinzip dafür gesorgt, dass Inhalte, dass meine WordPress-Seiten im Prinzip einmal vorgespeichert werden und dann quasi nur noch eine Art statische Seite ausgeliefert wird, die ganzen Berechnungen dafür nicht mehr stattfinden müssen und einfach das Abrufverhalten bei einem Benutzer, der meine Seite besuchen möchte, deutlich flotter ist. Das war die falsche Taste. Ja, dann gibt es noch sinnvolle, unterschätzte Funktionen. Backups. Backup-Häufigkeit. Viele Anbieter bieten mittlerweile ein tägliches Backup an. Das ist auch gut. Das ist wirklich gut. Das ist noch nicht bei allen Anbietern, hat es sich rumgesprochen, dass man das tun sollte, aber viele Anbieter tun es. Das ist natürlich schön, wenn nachts um 2 meine Daten gesichert werden. Wenn es aber morgens um 10 oder mittags um 14 Uhr zu einem Ausfall kommt, den ich vielleicht gar nicht mitkriege, und es fehlen mir dann 12, 13, 14, 15, 16 Stunden Bestellungen oder Kommentare oder was auch immer, dann kann das natürlich auch unangenehm werden. Deshalb auch immer abhängig vom Anwendungsfall, immer abhängig vom Einsatzzweck mit dem Anbieter sprechen. Was bietet ihr an und habt ihr vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr schon ein tägliches Backup anbietet, könnt ihr es nicht vielleicht zweistündlich oder stündlich anbieten? Das kann man nicht verallgemeinern, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie wichtig das ist, was ihr darauf betreibt und wie okay es ist, wenn Daten unter Umständen mal bei einem Backup 6, 7, 8 Stunden verloren sind. Wichtig ist auch, Backups lokal speichern zu können. Das bieten leider auch nicht alle Anbieter an, aber ich sehe auch, dass es immer mehr tun. Heißt ganz einfach, ich gehe bei meinem Hoster hin, erstelle ein Backup auf Klick und dann liegt es da irgendwo. Manchmal liegt es leider auf der gleichen Maschine, auf der auch die Live-Daten liegen. Das macht es dann natürlich schwierig, wenn der Server nämlich abraucht, nicht mehr zur Verfügung steht, komme ich auch an mein Backup nicht ran. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass ich die Möglichkeit habe, diese Backups auch lokal speichern zu können.
ein kleiner Klick, so ein Tagesbackup, was weiß ich, ist auch projektabhängig, lass es mal zwischen 20, 50, vielleicht 200 Megabyte groß sein. Bei großen Projekten sind das natürlich ganz andere Größen, aber ich rede jetzt mal von der breiten Anwenderschaft. Habe ich die Möglichkeit, meine Daten einmal auf meinen eigenen Rechner runterzuladen und so auch unabhängig von irgendeinem Anbieter meine Daten zu einem anderen Anbieter transferieren zu können. Also das ist immer ganz schön, wenn man da die Möglichkeit hat. Und ansonsten sollte man darauf achten, die Punkte PHP Memory Limit und PHP Execution Time oder Max Execution Time. Ich will es nicht noch technischer werden lassen an der Stelle, aber grundsätzlich reden wir davon, wie viel Arbeitsspeicher und welche Ausführungszeit gestattet mir mein Hoster bei einem PHP-Script. Das wird zum Beispiel interessant, wenn ihr euch ein Backup-Plugin installiert in eurem WordPress und dieses Backup-Plugin eine gewisse Zeitdauer hat, in der es arbeiten darf, sagen wir mal 30 Sekunden, dann wird es nach Backup-Plugin schon sehr zäh, denn das Plugin, wenn es vernünftig programmiert ist, wird nach 30 Sekunden seinen Dienst einstellen und wieder neu beginnen müssen. Wenn man eine entsprechende längere Ausführungszeit hat, kann das Skript auch länger ausgeführt werden. Also anstatt 30 Sekunden zum Beispiel 120 oder 240 Sekunden. Und genauso verhält es sich beim Arbeitsspeicher. Da ist also drauf zu achten bei WordPress, dass der jetzt mal, ich würde jetzt schon sagen, irgendwo bei 128 Megabyte liegen sollte, einfach damit ein ordentlicher Betrieb von WordPress mitsamt seinen Plugins möglich ist. Aber auch das, wenn ihr die Info nicht habt, viele Anbieter zeichnen das mittlerweile aus in ihren Angeboten. Und wenn ihr die Info nicht habt, einfach mal kurz beim Anbieter nachfragen, wie sieht es denn bei euch aus? Ich weiß aus der Community heraus und auch aus Anwendungsfällen, dass ein großer Berliner Provider mit einer dicken Weltkugel um irgendwelche Menschen herum, die im Fernsehen tollen, sogar so dankbar für diese Hinweise waren, dass die ihr Setup einfach angepasst haben. Also die haben aufgrund der Kundeneinwendungen gesagt, okay, da gibt es Bedarf, wir passen unser Setup an und das ist absolut lobenswert. Deswegen nochmal, sprecht mit euren Anbietern. Ja, die Buzzwords, die so toll klingen, aber eigentlich gar nicht so toll sind. Fangen wir mal mit dem unlimitierten Traffic an. Es klingt herrlich, ne? Unlimitierter Traffic. Das Problem ist, Traffic, Datenverkehr kostet Geld. In Deutschland kostet der irgendwie ganz besonders viel Geld. Und mein Anbieter gestattet mir in aller Regel, wenn ich da die AGB studiere, wenn ich mir die Leistungsbeschreibung studiere, wird der Anbieter sagen, lieber Kunde, der ist zwar unlimitiert, der Traffic, aber. Und bei diesem Aber findet sich dann in aller Regel etwas wie, nach Erreichen eines bestimmten Traffics drosseln wir deine Anbindung oder du musst dafür nachzahlen oder aber auch, wenn der Anbieter das vielleicht ein bisschen besser mit einem meint, pass auf, lieber Kunde, dein Traffic ist zu hoch, wir berechnen dir da jetzt nichts nach und wir gucken vielleicht auch noch einen Monat, zwei zu, aber wenn der sich auf diesem Niveau hält, dann müssen wir einfach reden, müssen eine Lösung dafür finden, vielleicht passt auch unser Produkt gar nicht zu deinem Dienst. Unlimitierter Traffic wird so nicht zu finden sein und ein Anbieter, der euch wirklich unlimitierten Traffic verspricht, mir wäre keiner bekannt, der das wirklich tut, der wird das Ganze meiner Ansicht nach nicht auf Dauer anbieten. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ihr betreibt irgendeinen Download-Dienst da drauf oder ihr fangt an, eigene Videos in toller Qualität da drauf bereitzustellen und so ein Video geht mal viral und da wird wirklich richtiges Datenvolumen produziert, da wird immer der Moment kommen, an dem der Anbieter in irgendeiner Form darauf reagieren wird. Die Angabe des Webspeicherplatzes ist auch ganz beliebt. 3,99 Euro, 100 GB Speicher, 200 GB Speicher, ja, was kostet die Welt, ich gebe 500 oder 1 Terabyte Speicher.
Webhosting ist gerade im Shared-Bereich häufig ein Überbuchungsmarkt. Das heißt, es wird mehr Speicherplatz an Kunden vergeben, als tatsächlich zur Verfügung steht. Es ist eine klassische Milchkalkulation. Mal geht das gut, mal geht das weniger gut. Aber ich kann jedem nur raten, achtet gar nicht so sehr auf dieses Detail des Webspeicherplatzes. Also ich bekomme das, rede da jetzt mal kurz von uns, vom Startpaket mit 5 GB Webspeicherplatz kommt immer wieder die Frage, ja, warum sind das bei euch nur 5 GB, bei dem sind das aber 100 oder 200 GB. Letzten Endes geht es nicht darum, wie viel Speicherplatz der Kunde für ein klassisches WordPress, für eine klassische WordPress-Seite bereitstellt, sondern es geht darum, dass er genügend Speicherplatz bereitstellt. Und 80% unserer Kunden verbrauchen nicht mehr als 1 GB dieses Speicherplatzes. Und von daher achtet lieber darauf, dass euer Anbieter eine vernünftige Infrastruktur darunter hat, dass er hochwertige Komponenten einsetzt. Und wenn das dann weniger Speicherplatz ist, als irgendein Massenanbieter bereitstellt, dann würde ich da zumindest auch mal kritisch nachfragen an der Stelle. Anzahl der Datenbanken ist genauso ein Punkt. Man sieht das immer wieder für 5 Euro, für 6 Euro, 20, 50, 100 Datenbanken. Und ich gehe an der Stelle mal weiter auf die maximale Anzahl von Kunden, die auch gerne genannt wird. Und auch ich erhalte diese Frage immer wieder, wie viele Kunden bilden Sie denn im Shared Hosting auf einem Server ab? Und die Antwort dazu ist eigentlich immer, genau so viele, dass die allgemeine Last des Servers nicht in Bedrängnis kommt. Denn das klingt zwar schön, wenn da steht maximal 150, maximal 200 Kunden pro Server. Wenn das aber 200 Kunden sind, die ihre 20 oder 50 Datenbanken ausnutzen, die auf diesem lokalen Server laufen, möchte ich meine Seite nicht auf diesem Server betrieben haben, weil ich dann mit großer Sicherheit in ein Performance-Problem reinkomme. Und daher, auch bei den Datenbanken ist es so, wenn man mal ehrlich ist, bei einem Startpaket, das irgendwie je nach Anbieter 5, 8, 10, 20 Euro kostet, weiß ich nicht, und ich da meine ein oder zwei WordPress-Seiten betreibe, was nützen mir bitte 50 Datenbanken oder was nützen mir 2000 E-Mail-Adressen? Das sind einfach Größen, die genannt werden, weil man es als Kunde schätzt, irgendwie eine Angabe zu haben, die man vergleichen kann. Aber eigentlich sagt das tatsächlich über das Hosting überhaupt nichts aus. Und genauso ist es auch bei der durchschnittlichen Ladezeit von Webseiten. Man sieht bei Anbietern immer wieder unsere durchschnittliche Ladezeit von Webseiten. Das ist eine Angabe, die sich überhaupt nicht treffen lässt. Wenn ich als Anbieter Kunden habe, die eine kleine WordPress-Seite bereitstellen, wo nichts großartig im Hintergrund läuft, wo keine großartigen Anbindungen drin sind, dann kann ich natürlich eine tolle durchschnittliche Ladezeit erreichen. Wenn ich aber Kunden habe, die ihre Projekte wirklich ernsthaft betreiben, da verschiedene externe Netzwerke angebunden sind, dann habe ich als Anbieter überhaupt keinen Einfluss darauf. Ich habe erst vorgestern wieder eine Seite gehabt, ganz kleine Seite, Standardseite, aber irgendwie über 150 Requests an andere externe Dienste. Da habe ich natürlich als Anbieter selbst nur sehr beschränkte Möglichkeiten für eine sehr gute Ladezeit zu sorgen. Ich kann mein Möglichstes dafür tun und das darf ich von meinem Provider auch erwarten. Aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich sowas sehe, wie irgendein Durchschnitt ist. Es kommt immer darauf an, wie verhält es sich mit meiner Website. Und wenn ihr ein Projekt umsetzen wollt, ein größeres Projekt, wo es wirklich um ein Business geht, wo es um ein Geschäftsmodell geht, fragt ruhig 2, 3, 4 unterschiedliche Provider an und sagt, ich möchte das machen, was möchtet ihr mir dafür zur Verfügung stellen, was ist eure Empfehlung und vergleicht dann einfach auch, wie sind die Unterschiede bei den einzelnen Anbietern. Deshalb, wie gesagt, es klingt alles toll und das ist prima, aber es sagt letzten Endes über die Qualität eines Hostings sehr wenig aus. Welche wichtigen Zusatzfunktionen gibt es, die ein Provider zur Verfügung stellen sollte? Ganz klar mittlerweile SSL-Verschlüsselung, nicht nur durch DSGVO, sondern einfach auch dadurch, dass Browser mittlerweile anfangen,
dass Browser mittlerweile anfangen, nicht verschlüsselte Webseiten als unsicher zu kennzeichnen. Let's Encrypt ist da ein Stichwort. Viele Provider bieten euch mittlerweile die Möglichkeit, auf Klick ein Let's Encrypt-Zertifikat zu erstellen und eure Seite damit auszustatten. Bei manchen Providern gibt es Let's Encrypt noch nicht oder tarifabhängig, und wiederum andere Provider sagen, wir machen SSL-Zertifikate auf dem klassischen Weg. Weiß ich nicht, kostet das vielleicht 1-2 Euro extra im Monat. Redet mit eurem Anbieter. Verwaltung der HTXS, bitte? Ich würde, also bei Let's Encrypt, ich habe gerade die Info bekommen, noch 10 Minuten. Ich gehe ganz schnell drüber und wir können im Detail gleich nochmal drüber reden. Aber es gibt ja Unterschiede in der Bereitstellung eines Zertifikats. Es gibt domainvalidierte Zertifikate, organisationsvalidierte Zertifikate und Zertifikate mit erweiterter Validierung. Let's Encrypt ist ein Zertifikat, das domainvalidiert ist. Das heißt, die Zertifizierungsstelle prüft nur, bist du berechtigt, für diese Domain, die du angibst, ein Zertifikat auszustellen. Und da würde ich sagen, dass es im Vergleich zu domainvalidierten Zertifikaten keinen Unterschied ist, ob ich jetzt von einer großen, renommierten Zertifizierungsstelle oder von Let's Encrypt eins einsetze. Verwaltung der HTXS sollte ich gucken, dass ich die Möglichkeit habe, dass mein Anbieter mir Zugriff darauf gewährt. Ich ging immer davon aus, das ist Standard, habe aber kennengelernt, dass es Anbieter gibt, die es gar nicht ermöglichen, auf diese Datei zuzugreifen, was ich nicht nachvollziehen kann, aber die werden ihre Gründe davon haben. Achtet darauf. Und wo ich auch darauf achten würde, ist, dass ich Zugang per SSH zu meinem Angebot habe. Es ist mittlerweile ein Standard. Es ist ein Standardangebot und es bietet, gerade wenn ihr mit Dienstleistern zu tun habt, sehr viel mehr Möglichkeiten für den Dienstleister, auch einfacher das Ganze zu verwalten, Seiten umzuziehen, mit Dateien zu agieren. Es bietet sehr viel mehr Möglichkeiten. Anpassung individueller Setups und Konfigurationen durch den Anbieter. Man hat oft den Fall, dass man mit Agenturen zusammenarbeitet als Hosting-Unternehmen. Und diese Agenturen sagen natürlich, ja, wir hätten gerne, unabhängig von unseren Kunden, hätten wir gerne, dass jeder Server, jede Shell, auf der wir uns einloggen, gleich aussieht, dass wir wissen, wenn ich mich darauf einlogge, stehen mir diese Tools in diesen Versionen zur Verfügung. Das sieht so aus, das ist farbig, ist nicht farbig. Es gibt da die unterschiedlichsten Anforderungen. Auch nochmal, wenn bei eurem Anbieter nichts davon steht, fragt einfach mal an. Hallo, lieber Anbieter, ist das möglich? Wir hätten das gerne so, könnt ihr das möglich machen? Und viele sagen da auch, ist kein Problem, wir erstellen ein Profil für euch, wir machen das. E-Mail und Domains, gerade in Zeiten des Managed WordPress Hosting-Angebotes stelle ich immer wieder fest, dass E-Mail nicht zur Verfügung gestellt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, E-Mail sollte man getrennt betreiben, das sollte man auf Exchange, auf Office 365 machen. Aber man muss mal ehrlich davon ausgehen, die Kunden in den Shared-Hosting-Paketen, die auch bei uns anfragen, die erwarten, dass E-Mail da drin ist. Die fragen nicht danach, habt ihr E-Mail da drin, sondern die gehen davon aus, da ist E-Mail dabei. Und auch da muss man sagen, für den Anbieter, der sein 1-2-Personen-Büro hat, der ist froh, wenn er E-Mail-Funktionalität mit seinem Hosting abbilden kann und alles in einem hat und sich nicht noch irgendwo extra registrieren, extra was dazu buchen muss. Mir ist bewusst, als Hosting-Anbieter, E-Mail macht Arbeit. Das ist einfach so. E-Mail macht Arbeit, es macht mehr Arbeit, als das beim Hosting der Fall ist. Du musst dich damit auseinandersetzen. Es kommen Anfragen, warum lande ich im Spam, warum kommt eine E-Mail nicht durch, wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, es gehört dazu. Und was ich auch so mitkriege, es gibt so 1-2 auch in der Community bekannte Anbieter, wo ich zumindest habe Leuten hören, dass die E-Mail-Funktionalität jetzt demnächst bereitstellen wollen. Und ich persönlich kann das nur begrüßen, denn für den einfachen Anwendungszweck reicht eine E-Mail-Funktionalität bei meinem Anbieter in aller Regel vollkommen aus.
Und wenn ich 10, 15, 20 Konten habe, weil ich so viele Mitarbeiter habe oder was auch immer, werde ich in aller Regel eh mit einer eigenständigen Mail-Server-Lösung arbeiten. Egal, ob das ein lokaler Kerio-Server ist, der bei mir steht, oder ob das ein angemieteter Exchange-Server ist oder was auch immer. Bei Domains ist es genauso. Wenn wir davon reden, ich habe jetzt ein WordPress-Projekt und da möchte ich eine Domain für haben, ist es natürlich schön, wenn euer Anbieter das bereitstellt. Lustigerweise, es ist kein Standard. Es gibt Anbieter, die bieten nach wie vor keine Domain-Registrierungen an. Wenn ich jetzt natürlich eine Vielzahl an Domains habe, wenn ich jetzt eine größere Anzahl an Domains registrieren muss, würde ich auch gucken, dass ich das bei einem externen Registrar mache. Erstens bin ich ein Stück weit unabhängiger von meinem Hosting-Anbieter, Entschuldigung, und zum Zweiten fahre ich da einfach auch mit besseren Konditionen, weil mein Web-Hosting-Anbieter in aller Regel für Endkunden auch kalkulierte Preise bei den Domains hat. Sicherheiten der Kommunikation. Ich gehe mal ganz kurz drüber, meine Zeit ist ein bisschen eng. Benutzerrechte und Mitwisser so weit einschränken wie möglich. Das heißt, bei vielen Anbietern habt ihr die Möglichkeit zu sagen, es ist der und der oder die und die berechtigt, Informationen über den Vertrag zu bekommen, irgendwie Rechnungen einsehen zu dürfen oder nur der Nutzer darf technisch verwalten und der Nutzer darf buchhalterisch verwalten. Da einfach mal drauf achten. Übermittlung von Zugangsdaten nur auf sicheren Wegen. Das kann so sein, dass man Passwörter zum Hosting oder zum Kundenaccount zum Beispiel nur telefonisch durchgibt oder per verschlüsselter Mail. Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich sagen, das finden viele Kunden gut, noch viel mehr Kunden ist es einfach zu aufwendig und die wollen ihr Passwort in der E-Mail mitgeteilt haben. Ja, es ist immer so ein Ding zwischen Sicherheit und Komfort, das alte Spiel. Aber wenn euer Anbieter das anbietet, zu sagen, wir geben das Passwort verschlüsselt oder auf sicherem Wege an euch raus, dann macht davon auf jeden Fall Gebrauch. Und Datensparsamkeit im Allgemeinen. Verwaltung des Hostings. Ich sollte darauf achten, dass mein Hoster mir ein Interface zur Verfügung stellt, mit dem ich als Kunde auch die Möglichkeiten habe, grundlegende Funktionen zu verwalten. Das kann eine Eigenentwicklung sein, das kann von namhaften Systemen Plesk oder cPanel sein oder das kann von Open-Source-Lösungen, zum Beispiel IMSCP sein, da gibt es unterschiedliche Dinge. Ich sollte darauf achten, dass ich die Möglichkeit habe, Zugangsdaten festlegen zu können. Und ich sollte darauf achten, dass ich auch die Möglichkeit habe, weitere Accounts anlegen zu können. Denn wenn ich zum Beispiel mit einem Dienstleister zusammenarbeite, den ich jetzt beauftragt habe, meine Datenbank zu optimieren, muss der nicht zwangsläufig Einblick darauf haben, welche Rechnungen ich habe, ob ich vielleicht meine Rechnungen mal nicht zahlen konnte und Mahnungen entstanden sind oder der muss nicht einsehen können, welche anderen Dienste betreibe ich denn noch. Wenn die Möglichkeit besteht, dem Dienstleister, der für die Datenbank oder auf der Datenbank arbeiten soll, einen Zugang nur zur Datenbank zu geben, dann macht davon bitte Gebrauch. Ja, gibt es Fragen dazu? Bitte. Nein. Die, bitte? Achso, die Frage war, ob ich eine generelle Empfehlung zu Hostern aussprechen soll oder kann. Nein, kann und möchte ich auch nicht, aber da an der Stelle nochmal der Tipp: Fragt euren Hoster nach einem Testzugang. Ne, der euch interessiert, der, bei dem ihr das beste Bauchgefühl habt, fragt nach einem Testzugang. Und dann klappt das in aller Regel auch. Weitere Fragen? Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich werde die Folien dazu morgen im Blog unter wpprojects.de veröffentlichen. Und ja, schönes WordCamp noch. Danke.